Ihr habt einen Panasonic-Fernseher und wollt diesen mit einem Bluetooth-Lautsprecher verbinden? Nichts leichter als das. Wie das funktioniert, wie immer nach dem Intro. Ihr habt einen Panasonic-Fernseher und seid nicht zufrieden mit dem Sound. Das ist ganz einfach, ihr könnt nämlich an eurem Panasonic-Fernseher auch einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen oder eine Soundbar. Das funktioniert so ziemlich bei jedem Modell, solltet ihr Bluetooth haben. Ich habe hier ein neues Modell, das Modell 944, aber wie gesagt, es funktioniert auch bei den älteren Modellen. Und ich habe hier einen Bluetooth-Lautsprecher. Als erstes schalten wir den Bluetooth-Lautsprecher ein und aktivieren hier Bluetooth. Am TV drücken wir natürlich die Menütaste, Hauptmenü und OK. Und hier gehen wir dann zu diesem Punkt hier, nämlich zum Setup. Und hier gibt es dann Bluetooth Setup. Das wählen wir aus und Geräte. Jetzt wird der Lautsprecher gesucht. Und wenn ihr Bluetooth aktiviert habt auf euren Lautsprecher, wird er dann hier angezeigt. Und mein Lautsprecher wurde hier angezeigt oder gefunden. Diesen wähle ich aus, drücke die OK-Taste und die Verbindung wird hergestellt. Dauert nur ein paar Minuten und schon seid ihr verbunden. Meldung, wir sind verbunden. Und ich glaube, man kann das jetzt schon hören, den Sound. Wir sind verbunden mit unserem Lautsprecher. Solltet ihr nun Verzögerungen haben, sprich, dass die Stimme nicht synchron ist mit dem Video, dafür hat Panasonic auch einen Punkt im Menü, nämlich bei der Toneinstellung gibt es dann diesen Punkt hier, nämlich AV-Synchronisation. Wie ihr sehen könnt, hier rechts steht es auch, synchronisiert das Timing zwischen Video- und Audioausgang. Hier gehen wir rein und sagen ein. Und nun wird das Ganze hier automatisch, also korrigiert, sollte es hier zu Verzögerungen kommen. Solltet ihr dazu noch Fragen haben, dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technik-Boss sagt danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.